Ja, wertschätzende Impulse heute mit dem bekannten Hirnforscher, vielfachen Bestsellerautor und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung, Professor Dr. Dr. Gerald Hüther. Lieber Gerald, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, ja, mit mir über das eine oder andere zu sprechen, insbesondere über das Thema, wie können wir eine gelingende Beziehungskultur schaffen. Und für mich ist es eine besonders große Freude, mit dir heute zu sprechen, weil du mich ja im Grunde genommen schon viele Jahre begleitest durch deine wunderbaren Bücher und insbesondere auch durch deine Vorträge. Und vor kurzem durfte ich dich ein bisschen näher kennenlernen, als ich das eine Team von dir ein bisschen unterstützt habe. Und insofern freut es mich, einfach mit dir mal das eine oder andere vertiefende Gespräch heute zu führen. Gerald. Ja, lieber Volkmar, ich möchte das auch nochmal sagen, es gefällt mir sehr gut, was du da machst und ich freue mich immer, wenn ich mich mit klugen Leuten austauschen kann über Themen, die auch andere Leute interessieren, und deshalb auch herzlich willkommen allen, die uns hier zuschauen oder zuhören. Oh, wunderbar. Vielen Dank, lieber Gerald. Ja, von meinen Kindern weiß ich, dass tatsächlich noch nicht alle Menschen von dir gehört haben. Und insofern wäre meine Bitte, magst du dich mit ein paar Sätzen selbst vorstellen? Ja, was da immer unter der Rubrik bekanntester Hirnforscher Deutschlands läuft, ist ja in Wirklichkeit nur eine Zuschreibung. Was ich bin, ist vielleicht, und darüber bin ich ziemlich stolz, der ungewöhnlichste Hirnforscher Deutschlands. Ich habe wirklich 2-3 Jahrzehnte experimentelle Hirnforschung gemacht, so wie man sich das vorstellt und wie sich das nach Auffassung der meisten auch gehört. Hirne in Scheiben schneiden, einzelne Nervenzellen isolieren, einzelne Synapsen isolieren und dann gucken, ob man, nachdem man das alles in seine Einzelteile zerlegt hat, eine Idee davon bekommt, wie das dann alles zusammenwirkt und wie da funktioniert. Und als ich das nun lange genug gemacht habe, habe ich verstanden, das funktioniert so nicht. Also das ist, analytisches Vorgehen ist nett, kann man auch viele Dinge dabei unterwegs finden, die man dann auch nutzen kann. Das ist richtig, man findet dann auch Pharmaka, die da an irgendeiner Stelle eingreifen. Aber es ist eben nur ein Erkenntnisweg, und es gibt noch einen zweiten, der ist in Asien stärker verbreitet. Da kann man auch versuchen, ein Phänomen, was man nicht verstanden hat, dadurch zu verstehen, dass man dessen Einbettung in das große Ganze sich anschaut. Also wie hängst du, Volkmar, in dieser Welt? Wie bist du da eingebettet? Mit deinen Kindern, mit deiner Familie? Wo kommst du her? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie haben sich diese Erfahrungen in deinem Hirn niedergeschlagen? Was davon ist da fest verankert und zu einer fixen Vorstellung geworden? Wie bist du zu deinen Überzeugungen und Haltungen gekommen? Und das ist alles, das sind alles Fragen, die so ein experimenteller Hirnforscher überhaupt nicht mehr stellt. Also das war für mich schon eine große Überraschung, als ich endlich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass an dem Hirn, was ich da immer untersuche, auch unten noch ein Körper dran hängt. Und dass die nicht natürlich total miteinander, dass die so miteinander verbunden sind, dass da nichts da oben abläuft, was nicht da unten auch irgendeine Wirkung hätte. Also habe ich dann angefangen, anders zu denken, und mit diesem anderen Denken passt man nicht mehr in den akademischen Betrieb hier in der westlichen Welt. Dafür gibt es keine Professuren, dafür gibt es keine Forschungsgelder, dafür gibt es noch nicht mal mehr Zeitschriften, das ist einfach dann weg. Das haben wir so radikal ausgerottet seit der Aufklärung, dass es kaum noch jemanden gibt. Und wenn man dann so vorgeht wie ich, dann wird man sogar aus der eigenen orthodoxen Hirnforscher-Community ausgeschlossen als so ein Nestbeschmutzer, der sich um Dinge kümmert, die doch gar nichts mit dem, mit der Expertise zu tun haben, die sich da alle über Jahrzehnte mit viel Mühe angeeignet haben. Und da habe ich dann beschlossen, dann gehe ich einen anderen Weg und habe angefangen, die Erkenntnisse aus der Hirnforschung für diejenigen zuzubereiten, die sie gebrauchen könnten. Also Kindergärtnerinnen, Lehrer, Pfarrer und Seelsorger und auch Unternehmer. So, und da habe ich gemerkt, da draußen ist ein Riesenbedarf. Die haben das alles gar nicht richtig mitgekriegt, was da innerhalb der Hirnforschung an wirklich bedeutenden Erkenntnissen zutage gefördert worden ist. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse ist eben, dass wir keine Einzelwesen sind.
Wir entwickeln alle im Laufe unseres Lebens so eine Vorstellung von uns selbst. Die Asiaten nennen das das Ich-Konstrukt und halten das für eine Illusion. Aber wir laufen damit rum und verteidigen das Ding. Das sind die Vorstellungen, wer ich bin und warum ich das bin. Und dann sagt man ja auch immer, so bin ich eben. Und dann kommt die Hirnforschung und sagt, nee, das, was da alles in deinem Hirn an Vorstellungen entstanden ist, ist erst konstruiert aufgrund, oder noch schöner gesagt, das sind die Lösungen, die du gefunden hast im Zusammenleben mit anderen. Ja, und die sind dann im Hirn auch tatsächlich verankert. Also nicht die Probleme, die ich mit allen hatte, sondern wie ich es hingekriegt habe. Mhm. Ich und du und jeder Einzelne hat das immer ganz anders bewerkstelligt. Und das wird im Hirn verankert. Und deshalb sind wir so sehr durch diese Erfahrungen, die wir in Gemeinschaften machen, geprägt. Und wir müssten ja eigentlich Gemeinschaften haben, in denen man tatsächlich eingeladen, ermutigt und inspiriert wird, das, was da in einem drinsteckt an Potenzial. Und da sagt die Hirnforschung, das ist unendlich viel größer als das, was wir gegenwärtig so auf die Strecke bringen, wo dieses Potenzial sich innerhalb dieser Gemeinschaft entfalten kann. Alleine geht's nicht, gegen die anderen geht's auch nicht, ohne die anderen geht's nicht. Und die Gemeinschaften, die wir im Augenblick hier haben in unserem Kulturkreis, sind, ich sag's jetzt mal so, die sind einfach Kümmerversion dessen, was sie sein können, um es was ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, genau. Das sind Besitzstandwahrungsgemeinschaften, Notgemeinschaften, Zwangsgemeinschaften, keine Ahnung. Und dann solche hierarchischen, geordneten Dinger, wo einer sagt, wo es lang geht und alle rennen hinterher. Also das ist wirklich nicht das, was man braucht. Und deshalb habe ich gedacht, okay, dann versuchst du mal den Ansatzpunkt zu finden, dass du eine Genossenschaft gründest, also eine Gemeinschaft, die eine Akademie trägt. Und diese Akademie kümmert sich darum, wie aus einem zusammengewürfelten Haufen eine ordentliche und dann auch wirklich sich entfaltende Gemeinschaft werden kann. Und das machen wir jetzt. Wir begleiten Teams aus allen Bereichen, also aus der Wirtschaft, auch aus Kommunen, also aus Lehrerteams, aus der Schule, Sportvereine, was immer das sein mag. Die kommen zu uns, fragen, sagen, wir haben da ein Problem und könnte uns helfen. Und dann gucken wir, was wir machen können, um die in eine Situation zu bringen, wo die plötzlich merken, hallo, das geht ja auch ganz anders, als so, wie wir das bisher machen. Ja. Und das ist meistens so beglückend und attraktiv, dass die dann nicht wieder loslassen. Und dann gehen die ihren Weg. Und bevor du mich dann das auch noch fragst, das Geheimnis dieser ganzen Arbeit besteht im Anfang. Das ist nicht die Begleitung hinten. Das können alle richtig gut. Ne? Der Prozessbegleiter, ja toll. Ja. Ja. Die Frage heißt, wie kriege ich es hin, dass die Mitglieder dieses Teams es überhaupt wollen? Ja. Wenn die nicht wollen, kann ich mich abmühen, solange ich will. Ja. Und deshalb arbeiten wir eben sehr stark an der Intentionalität. Ja. Also wie schaffe ich es, dass ich einem anderen Menschen oder am besten eine ganze Gruppe von anderen Menschen in eine Situation bringe, wo die sagen, wow, wo ist die Aufgabe? Wie kriegen wir das hin? Wer übernimmt was? Und das hat ein bisschen sowas, das Bild, was ich immer habe, ist Bergsteiger, Seilschaft. Jeder kann was anderes besonders gut und die sortieren sich dann am Berg so, dass jeder genau da die Führung übernimmt, wo er sich auskennt und hoch kommt man nur gemeinsam, aber auf jeden Einzelnen kommt es an. Das Modell, das heißt in der Wissenschaftssprache individualisierte Gemeinschaft. Das wäre sozusagen eine Gemeinschaft, wo wenn einer was eine Lösung findet, dass es sich sofort in der ganzen Gemeinschaft ausbreitet. Das ist das Erfolgsmodell der Primaten nebenbei gesagt. Und wenn es uns Menschen seit 100.000 Jahren gibt, dann haben wir 90.000 Jahre in diesem Modus gelebt. Und es auch sehr weit gebracht. Und erst in den letzten 10.000 Jahren würde ich jetzt nach heutigem Erkenntnisstand sagen, haben wir angefangen, uns zu verirren. Und haben das Problem bis heute noch nicht wieder gelöst, weil diese individualisierten Gemeinschaften haben wir dann durch hierarchische Ordnungen ersetzt. Ja, hat auch Vorteile, aber das ist dann etwas, wo man sich nicht mehr entfalten kann. Und das ist auch keine Gemeinschaft, die tatsächlich dazu führt, dass man gemeinsam den Berg hochkommt. So hat man früher mal auch Expeditionen geleitet. Vorne war der Expeditionsleiter und alle mussten eben die Schlitten schieben. Die sind meistens erfroren.
im Packeis. Ja, ja. Ja, du beschreibst ja da etwas, ich würde es vielleicht sogar als Synergiegemeinschaft bezeichnen, ne? Weil die Einzelnen könnten ja alle Einzelnen gar nicht so viel bewirken, wenn man es aufsummieren würde, wie diese Gemeinschaft. Und das ist ja vielleicht auch die Besonderheit. Und eine dieser Initiativen oder Gemeinschaften, die du da mit ins Leben gerufen hast, ist ja Lernlust. Und das finde ich sehr faszinierend, weil wir beide haben das als Hochschullehrer auch anders erlebt. Wir haben das in der Schule anders erlebt, wir haben das wahrscheinlich schon im Kindergarten. Ja, was verbirgt sich hinter Lernlust jetzt? Na, wir haben dann in der Akademie, in der praktischen Arbeit gemerkt, dass es sehr wirksam ist, wenn es einem gelingt, an vielen kleinen Orten Gemeinschaften zu bilden, die vor Ort etwas versuchen, was wir uns alle wünschen. Und was wir uns alle wünschen, ist, glaube ich, dass dieser Ozeandampfer-Schulsystem, der seit dem vorigen Jahrhundert da gerade ausfährt, mit dem Kurs, der damals eingestellt worden ist, und auf der Kommandobrücke Kapitäne haben, die auch nicht wissen, wie man den Kurs ändert, dass diese Ozeandampfer-Schule endlich irgendwie so einen Kurswechsel macht. Also wir sind im 21. Jahrhundert, wir brauchen jetzt nicht Leute, die alle Abitur mit 1,0 gemacht haben, sondern wir brauchen Leute, die Lust aufs Leben haben. Ja. Lust aufs Entdecken, Lust aufs Gestalten, die also richtig Freude an dem haben, was sie tun. Anders wird das hier nichts. Ja. Und diese Freude am Lernen, nennen wir es mal so allgemein, die auch immer, als Biologe kann ich das ja sagen, weil alles, was lebendig ist, lernt. Das ist eine Grundeigenschaft des Lebens, dass man lernt. Also auch ein Wasserfloh und eine Pflanze und ein Einzeller, alles lernt, auch ein Unternehmen nebenbei gesagt lernt. Das hat so viel gar nicht mit dem Hirn zu tun, das Lernen. Und wenn das aber so ist, dass das Lernen eine Grundeigenschaft des Lebens ist, dann verliert auch jedes Kind, was aus der Schule kommt und seine Freude am Lernen verloren hat, ein Stück seiner Lebensfreude. Und das darf nicht sein. Und deshalb habe ich dann über Jahre schon versucht, da irgendeine Änderung herbeizuführen. Das ist von oben nicht möglich. Das System Schule ist von oben so fest in der Hand von Verwaltungsbeamten oder ich weiß gar nicht, wer das alles lenkt. Das geht nicht. Und es wird aufrechterhalten durch vor allen Dingen die Überzeugung von Eltern, die sich alle nicht vorstellen können, dass ein Kind gerne lernt, die sich nebenbei gesagt auch nicht vorstellen können, dass ein Mensch gerne arbeitet. So, und die mit ihren blöden Vorstellungen verlangen von den Politikern das, was sie selbst als Zucht- und Ordnungsprinzipien kennengelernt haben. Also mit Hilfe von Belohnung und Bestrafungen werden die jungen Leute abgerichtet, das zu lernen, was da gelernt werden soll. Ja. Und wenn man so eine Situation hat, dann kann man sagen, okay, wie ändert man da was? Und das ist so mein Lieblingsgebiet, dass ich nicht sage, da müssen wir jetzt die Demonstrationen machen. Und da weiß ich, das wird nichts. Ich kann auch nicht, ich war sogar bei Frau Merkel und habe da mal versucht, nein, das geht da über den Weg auch nicht. Und das, was aber, man muss sozusagen diejenigen, die diesen falschen Weg halten, die muss man erreichen. Und das wären, wenn wir uns da noch ein bisschen länger austauschen würden, würden wir das beide merken, das sind im Grunde genommen die Eltern. Die Eltern halten dieses bescheuerte Schulsystem aufrecht mit ihren bescheuerten Vorstellungen, die sie aus dem vorigen Jahrhundert haben, als sie selber noch in der Schule waren. Ja. Und weil sie da nicht umgekommen sind, sondern einigermaßen durchgekommen sind, halten sie das für das einzig Richtige. Und je besser sie geworden sind, also je weiter sie dann auch noch im akademischen Bereich vorangekommen sind, umso richtiger finden sie diesen Mist, der da gemacht wird. So, und dann heißt die Antwort auf so eine Frage, okay, dann müsste man vor Ort in jeder kleinen Gemeinde, in jedem Stadtteil, im Umfeld der Schule eine Bürgerbewegung in Gang setzen. Also eine, nennen wir es mal ein Ortsbündnis von Erwachsenen, von Eltern, können auch Lehrer gerne dabei sein, auch Verwaltungsbeamte und vor allen Dingen interessierte Bürger aus dem Ort, die wissen, dass wenn die Heranwachsenden so eine Erfahrung in der Schule machen, dass diese ganze Ortschaft dann keine Zukunft hat.
Und die gehen gemeinsam, die bilden dieses Bündnis Lernlust, gehen dann in die Schule und bieten den dort Verantwortlichen an, doch sie dabei zu unterstützen, dass in dieser Schule kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Mhm. Das ist grandios. Also die sind dann natürlich erstmal sprachlos, weil und behaupten dann auch, sie täten das die ganze Zeit. Und dann kann man doch aber ohne große Mühe dann doch zeigen, dass da noch einiges an Luft nach oben bleibt. Ist, ja. Und dann können die mit denen Kleinigkeiten aushandeln. Das muss nicht immer gleich die große Revolution sein, ja, dass man die Zensuren abschafft oder sowas. Das muss nicht sein. Das ist oftmals schon mal erstmal ausreichend, wenn sich die einigen und sagen, okay, bei schönem Wetter machen wir den Unterricht auf der Wiese. Ja, ja bitte. Ja, dann haben die was erreicht und nächste Woche kommen die uns und haben eine Forderung oder einen Vorschlag, der noch ein bisschen weitergeht. Mhm. Und jetzt gewinnen die Eltern, die in diesem Lernlustbündnis unterwegs sind, plötzlich sowas wie eine Gestaltungsmacht. Die werden vom Opfer der Schule zum Gestalter der Schule. Ja. Und das ist sehr interessant. Und wir haben das im Herbst erst gegründet. Jetzt haben wir schon 100, vielleicht sind es inzwischen 150 solche Bündnisse. Wir haben noch gar keine richtige Öffentlichkeitsarbeit gestartet, weil dauernd die Medien waren dauernd mit anderen Themen beschäftigt. Ja. Und das Ziel, was wir haben, ist, dass wir ungefähr 10.000 solche Bündnisse in Deutschland, Österreich und der Schweiz zustande bringen. Hm, ja, fantastisch. Und dann ist das so, als ob du an diesen riesen Ozeandampfer seitlich so Beiboote und Schlepper anbindest und die ziehen alle seitlich weg und dann zieht das Schiff hinterher. Ja. Also, aber eben nicht als große Massenbewegung, sondern vor Ort, jeder an seiner Stelle, da wo er was machen kann, kann er reingehen. Und das ist ein schönes Beispiel für Potenzialentfaltung in Gemeinschaft. Mhm. Ja.